Der erste Halbfinalkampf des Road to M1 Germany Leichtgewichtsturniers. Sascha Sharma hat bereits M1-Erfahrung. Trifft hier auf den Offenbacher Michael Ovsianikov. Vielversprechendes Talent, 21 Jahre jung. Sharma shootet hier zu einem Takedown und der gelingt auch. Sehr, sehr überraschender Move, gut getimed. Schwer zu verteidigen für Ovsianikov. Sharma, sehr, sehr erfahrener Kämpfer aus dem Kongs Gym in Stuttgart. Konnte nicht nur bei M1 bereits kämpfen, sondern hat auch schon UFC-Luft schnuppern dürfen. Nahm an der 22. Staffel von The Ultimate Fighter teil. Muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht in Armhebel gerät vom Offenbacher. Der geht weiter auf den rechten Arm des Stuttgarters. Aber Sharma ist ein alter Hase, der weiß, was ihm hier droht und verteidigt das gut. Konnte als einziger deutscher Teilnehmer dieser 22. Staffel ins Haus von The Ultimate Fighter einziehen. Hat dort allerdings den ersten Kampf verloren. Dennoch sehr, sehr starke Leistung dort von ihm. Einige seiner deutschen Kollegen haben das nicht geschafft. Und er erhofft sich hier natürlich heute den M1-Vertrag zu gewinnen. Um erneut in der Weltspitze angreifen zu können, arbeitet jetzt hier konstant aus der Guard von Ovsianikov. Hatte seinen M1-Kampf im April diesen Jahres und verlor danach Punkten gegen den starken Alexander Butenko. Auch das sicher keine Schande für Sascha Sharma. Auch er mit 29 Jahren noch im besten Alter. Noch einige Zeit vor sich, um oben anzugreifen. Jetzt hier schönes Ground and Pound von Sharma. Und Ovsianikov muss versuchen, Sharma hier besser zu kontrollieren am Boden. Muss mehr aus seiner Guard machen. Versucht hier erneut den Armhebel am rechten Arm. Aber das sieht Sharma natürlich kommen. Das muss er besser vorbereiten. Der 21-Jährige aus Offenbach. Erneut Ground and Pound von Sharma. Der hier ganz gelassen rangeht. 2,5 Minuten noch hat in dieser ersten Runde. Alle Halbfinalkämpfer auf 2x5 Minuten angesetzt. Denn wer hier gewinnt, der hat heute noch einen Kampf vor sich. Ovsianikov arbeitet hier am Bein von Sharma, aber das wird so nichts. Kassiert hier weiterhin Schläge. Sollte sich lieber auf eine stabile Guard konzentrieren, denn Sharma, der punktet hier konstant in diesem ersten Durchgang. Ah, diese kurzen Hände, die zeigen vielleicht nicht allzu viel Wirkung, aber die machen Eindruck bei den Punktrichtern. Und man sieht es im Gesicht von Ovsianikov, der ist schon gezeichnet von den Treffern, die er hier nehmen musste von Sharma. Ovsianikov, vielversprechendes Talent mit 21 Jahren, aber Sharma hier bislang noch eine Nummer zu groß für ihn. 1 Minute 15 verbleiben in diesem ersten Durchgang. Schöner Körpertreffer hier von Sharma und erneuter Submission-Versuch von Ovsianikov, der in Kimura versucht hat. Aber auch das hat Sharma kommen sehen, verteidigt es nach wie vor und feuert hier Hammerfäuste zum Körper ab. Und da ist die Gefahr auch schon wieder gebannt. Sharma steht auf, versucht zu passieren, aber das hat Ovsianikov kommen sehen. Er bleibt hier sehr, sehr gelassen. Sehr, sehr abgebrüht für einen so jungen Kämpfer am Anfang seiner Karriere. Arbeitet sich hier in die Halfguard zurück. Sollte versuchen, eine Fullguard zu bekommen. Die hat er hier. Und kontrolliert Sharma jetzt wieder. Verringert die Distanz, sodass Sharma gar nicht dazu kommt, Schläge anzubringen. Aber der richtet sich wieder auf und landet eine schöne Rechte. Ovsianikovs letzter Kampf war ein Erstrunden-K.O.-Sieg bei Integra FC 5. Aber um hier ein K.O. zu erzielen, muss er erstmal sich aus dieser Rückenlage befreien. Und danach sieht es momentan nicht aus. Weitere Treffer von Sharma. Und da ist die erste Runde auch
so gut wie beendet und eine klare Runde für den 29-jährigen M1-Veteranen aus Stuttgart. Die Betreuer aus dem Kongs Gym werden nicht allzu viel Ratschläge verteilen müssen, denn das lief sehr gut bislang für Sascha Sharma. So kann er weitermachen. Dann dürfte einem Finaleinzug nichts im Weg stehen. Es ist natürlich immer ein schmaler Grat in einem solchen Turniermodus wie hier. Man möchte natürlich den Kampf schnellstmöglich beenden, um so frisch wie möglich in den zweiten Kampf zu gehen. Aber will natürlich auch nicht rücksichtslos alles auf eine Karte setzen, denn das sind die Momente, in denen man in Konter läuft. Für ihn hier, Michael Ovsjannikow, lief es weniger gut in der ersten Runde. Man sieht es, Frustration auch bei den Betreuern, aber im MMA ist alles möglich. Da kann man auch so einen Rückstand problemlos aufholen. Ein Schlag, ein Aufgabegriff reicht, um das Ding hier nochmal zu drehen. Und da geht's los mit der zweiten Runde. Es geht um den Finaleinzug im Leichtgewichtsturnier der Road to M1 Germany. Ovsjannikow jetzt hier beweglicher als noch im ersten Durchgang. Muss aufpassen, dass er nicht wieder zu Boden gebracht wird. Das hat Sharma sehr, sehr gut gemacht im ersten Durchgang. Hat da von weit draußen geshootet und den Takedown durchbekommen. Ovsjannikow, sehr, sehr aktiver Kämpfer, hat seit seinem Debüt im vergangenen Jahr, im Juni, ganze 4 Kämpfe bestritten. Konnte 3 davon gewinnen. Takedown-Versuch diesmal von Ovsjannikow, aber abgewehrt von Sharma. Natürlich clever gedacht, wenn man selbst den Kampf auf den Boden verlagert, dann riskiert man nicht, unten zu landen, sondern kann selbst bestimmen, wo der Kampf stattfindet. Er versucht es hier mit dem Trip-Takedown erneut, aber wieder verteidigt von Sharma, der jetzt hier versucht, den Underhook zu bekommen, ihn auch bekommt und natürlich jetzt versuchen wird, Ovsjannikow zu drehen. Auch das gelingt ihm. Muss hier aufpassen mit den Kniestößen zum Oberschenkel, dass da nicht einer tief landet. Schöner Treffer jetzt hier von Sharma, der clincht und natürlich auch versuchen wird, den Kampf so schnell es geht wieder auf die Matte zu befördern, denn da sah er in der ersten Runde sehr, sehr dominant aus. Kniestöße zum Oberschenkel, die sehen unspektakulär aus, liebe Zuschauer, aber die tun weh, glauben Sie mir. Vor allem verleiten die dazu, eine stabile Position aufzugeben, instabil zu stehen und erleichtern damit natürlich dem Gegner den Takedown. Schönes Knie zum Körper jetzt hier von Ovsjannikow, aber Sharma bleibt dran wie ein Terrier. Immer wieder kurze Attacken. Auch das sieht nicht sonderlich spektakulär aus, aber das kostet eine Menge Kraft. Dieses griechisch-römische Ringen, dieses Oberkörperringen an den Seilen. Unglaublich zermürbende Taktik, vielleicht nicht die schönste für die Zuschauer, aber sehr, sehr effektiv. Und es wird sich zeigen, wer hier hinten raus die meisten Körner hat. 2 Minuten 20 noch in dieser Runde und wir dürfen nicht vergessen, der Gewinner dieses Kampfes, der muss heute nochmal ran. Takedown-Versuch jetzt von Ovsjannikow, aber er landet unten, kann aber sweepen und landet in der Guard. Lässt sich in die Guillotine fallen, das war vielleicht ein bisschen zu überhastet. Da hätte er sich mehr Zeit lassen können, jetzt liegt er wieder auf dem Rücken, hat Sharma hier in der Halfguard. Sharma passiert in die Side Control und das ist jetzt eine unglaublich schlechte Position für Ovsjannikow. Sharma sperrt den rechten Arm und lässt Fäuste hageln. Das sind nur kurze Schläge, aber die werden so gut wie gar nicht verteidigt. Denn der Arm war ja gesperrt. Wichtige Punkte hier für Sharma. Und sehr, sehr prekäre Situation für Michael Ovsjannikow. 1,5 Minuten noch. Er muss jetzt was ganz, ganz Großes aus dem Hut zaubern, wenn er das Ding hier noch gewinnen will.
alles spricht aktuell für einen Sieg und damit einen Finaleinzug für Sascha Sharma. Eine Minute noch zum Kämpfen. Wir hören es aus der Ecke hier. Von Ovsyannikov. Dem geraten wird, an den Ring sein hochzuklettern, aber so einfach ist das nicht. Sharma sieht das natürlich. Wird jeglichen Stand-Up-Versuch des Offenbachers sofort blockieren. Bleibt hier zäh an ihm dran. Landet immer wieder kurze Treffer. Tut gerade genug, um nicht wieder aufgestellt zu werden. Referee Marco Brösen schaut sich das hier sehr, sehr genau an. Zu einem Finish reicht es wahrscheinlich nicht, aber zumindest zu einem dominanten Punktsieg hier für Sascha Sharma. 24 Sekunden noch in diesem Kampf. Und damit dürfte der erste Finalist im Leichtgewichtsturnier schon feststehen. 10 Sekunden noch, 10 Sekunden trennen Sascha Sharma hier noch vorm Finale. Und damit hat er nur noch einen Kampf vor sich, einen Sieg vor dem begehrten M1-Vertrag.